Hallo, ich bin das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr eure Hintergrundbilder und eure Startbilder von Windows 8 ändern könnt. Gut, wie ihr hier seht, wir haben jetzt gerade so eine türkise Farbe und mit Kreisen als Hintergrund. Ihr geht jetzt ganz normal unten rechts rein und fahrt hoch mit der Maus und geht auf Einstellungen. Anschließend unten auf weitere PC-Einstellungen und schon seid ihr auf dem richtigen Tab. Also ihr seid jetzt hier oben auf Anpassen und jetzt seht ihr hier oben Sperrbildschirm, Startbildschirm und Profilbild. Sperrbildschirm ist dieser Lockscreen, den ihr am Anfang hochschieben müsst, wo ihr praktisch wie gesagt nur die Zeit seht, euer Datum und noch falls ihr Benachrichtigungen habt. Gut, da braucht ihr nichts Besonderes zu beachten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt das Bild haben oder das. Er ändert es sofort um. Wenn ihr ein eigenes Bild auf dem Rechner habt, was von der Auflösung passt, einfach auf Durchsuchen gehen. Ihr könnt jetzt natürlich noch sagen, welche Apps auf diesem Lockscreen angepasst werden sollen. Momentan werden Benachrichtigungen und Kalendereinträge angezeigt. Ihr könnt über das Pluszeichen aber noch andere eingeben. Gut, was ihr natürlich häufiger sehen werdet, ist der Startbildschirm. Wie gerade eben erwähnt, türkis und mit diesen Kreisen. Und ihr könnt jetzt hier unten sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt hier nicht diese Rundkreise, ich möchte einfach diese geschwungenen Linien haben. Oder hier ein bisschen moderner. So, jetzt könnt ihr auch sagen, ich möchte eine andere Farbe und ihr ändert es sofort in Echtzeit. Das ist jetzt ein schöneres Blau. Wir können jetzt auch einfach sagen, hier grau mit Orange. Und ihr seht auch dann gleich, dass sich hier die Einstellungen gleich mit ändern. Also jetzt ist der Balken hier, der Tab, orange markiert, orange Schrift. Gehen wir auf grün, ändert es hier auch sofort um. Es hat ein paar Vorteile. Bei Windows XP oder Windows 7 musste man immer noch umständlich sagen, übernehmen und die ganzen Einstellungen übernehmen, okay sagen und dann gucken, wie die Änderungen übernommen wurden. So habt ihr das sofort. Wir gehen wieder zurück und alles geändert, so wie wir es haben wollten. Gut, dann experimentiert ein bisschen rum und Hintergrundbilder könnt ihr auch bei uns runterladen und dann viel Spaß.